Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Balus Talk. Heute bei mir zu Gast ist die Gesangslehrerin Tanja Levy. Sie hat einen eigenen oder zwei YouTube-Channel, einen auf Deutsch, einen auf Englisch, mit ganz vielen Subscribern schon. Und da gibt es die ein oder andere Analyse von Künstlern in Bezug auf deren Gesangstechniken und ja, das ist ziemlich interessant und ich dachte, ich schreibe Tanja einfach mal an und frage sie, ob sie nicht Bock hat, zu Gast bei mir im Talk zu sein. Ja, man höre und staune. Sie hat gesagt, ja, ich habe Bock. Sie lebt seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland. Wo genau, das erfahrt ihr dann gleich im Interview. Viel Spaß mit Tanja Levy. Erstmal auch vielen, vielen Dank, dass du mich auch einlädst. Ne? Das freut mich sehr. Ja, selbstverständlich. Und du hast ja auch schon einige sehr interessante Leute auch bei dir gehabt, ne? Du hast ja sozusagen den Podcast eigentlich, ne? Den Podcast an sich habe ich jetzt erst, das habe ich mir erst vor 3 Wochen gemacht. Ansonsten, die ganze Interviewreihe geht jetzt seit 5 Jahren. Und du hast dann natürlich irgendwann so diesen Dreh raus und weißt, wie du gewisse Managements und so anschreiben musst. Und ja, und jetzt habe ich dann mehrfach bei YouTube deine Learning Sessions gesehen und deine Analysenvideos. Und ich fand das ziemlich cool und habe gedacht, du schreibst die Tanja jetzt einfach mal an. Mehr als nein kann sie ja nicht sagen. Ja, cool. Ja. Dann begrüße ich dich recht herzlich und sage danke, dass du zugesagt hast, liebe Tanja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Bin ganz gespannt und happy. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Du bist zertifizierte Gesangslehrerin. Hast aber auch eine ganze Zeit lang als Schauspieldozentin gearbeitet. Warst selber als Sängerin aktiv. Und bist ein Hamburger Dern. Genau. Ja, ich habe Schauspiel und Gesang gelernt und habe dann relativ früh auch als Dozentin gearbeitet in Hamburg. Mhm. Also habe auch beides unterrichtet, bin auch in beiden Disziplinen sozusagen auch unterwegs und auch gleich stark. Aber bin dann so über die Jahre mehr jetzt durch die Auswanderung nach Singapur mehr in den Gesangsbereich noch gegangen. Ne? Mhm. Und habe weiter dann Gesang oder halt auch Musical unterrichtet. Mhm. Und ja, und ich komme ursprünglich aus Hamburg. Schön aus dem Norden, Hafenstadt, und bin jetzt vor 3 Jahren nach Singapur ausgewandert. Habe mich dann entschlossen, den großen Schritt in die Ferne zu gehen, nach Asien. Ja, das ist ein verdammt großer Schritt. Das ist ein unfassbar großer Schritt. Was hatte ich denn, oder woher kommt die Affinität zu Asien oder jetzt explizit auch zu Singapur? Ja, also das lag eigentlich vielmehr daran, dass ich in Hamburg professionell Musik gemacht habe. Ich war damals unter Vertrag, hatte einen Manager gehabt, hatte eine Band, habe also wirklich professionell gearbeitet, habe dann einen Plattenvertrag bei Universal Music bekommen. Und leider sind meine Singles später nicht veröffentlicht worden. Und durch diese Nicht-Veröffentlichung und dadurch, dass dann später der Vertrag geplatzt ist, bin ich dann in so eine Depression reingerutscht. Ja. Und da hatte ich richtig einen Burnout später gehabt, konnte auch nicht richtig vernünftig arbeiten. Also wie das bei so einer Depression ist oder bei so einem Burnout, das geht dann wie in so einem Strudel, wie so einem Schneeball, wird das dann eigentlich immer schlimmer. Und ich hatte dann auch ganz viel verloren gehabt an Musikrechten, mein Manager, mein Mentor, meine Produzenten und so. Und vor allem auch die musikalischen Rechte, wo ich musste alles rausnehmen. Und dadurch war ich auch nicht mehr vertraglich gebunden an die. Und dann war ich so an einem Tiefpunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich jetzt erstmal raus. Ich möchte mal von vorne anfangen. Ich würde gerne einfach gucken, ob es in meinem Beruf nochmal die Möglichkeit gibt, was anderes zu machen. Weil ich habe parallel nämlich schon, also ich habe nicht nur als Sängerin gearbeitet, sondern parallel mein Brot habe ich ja durch das Unterrichten verdient. Ja, klar. Genau, und da habe ich dann gesagt, nee, ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht im Ausland nochmal eine Stelle finde als Gesangsdozentin, Schauspieldozentin, Musicaldozentin und so weiter. Und das war sozusagen dann erstmal so der Anlass, dass ich dann im Ausland gucke, ob es da Möglichkeiten gibt. Und da habe ich erstmal ganz lange Bewerbungen verschickt und es hat 1 Jahr gedauert, bis dann erstmal so ein bisschen was rüberkam. Dann habe ich nach Japan verschickt, Neuseeland,
Da habe ich nach Schottland verschickt, also nach Dubai. Mein Gott. Ganz viel in die Armeen. Ja, also ich habe dann. Hauptsache weit weg. Jetzt, wo du es sagst. Also ich wollte halt immer nach Japan. Das hat mich immer sehr für Japan interessiert. Und dann dachte ich, na gut, versuchst du es da mal, guckst es irgendwo, ne? Aber habe ich eine einzige Bewerbung nach Singapur versendet und die ist es dann geworden. Und das war in einer Musicalschule hier, also ja, so ähnlich wie wir die in Deutschland haben, so wie die Stage School oder so. Ah, okay, ja. In Hamburg. Und sowas gibt es dann halt im Ausland auch. Und in manchen Ländern, wie so den Arabischen Emiraten, suchen die dringend nach Dozenten, ja, im Gesang-, Schauspiel-, Tanzbereich. Also es ist wirklich ein Markt da. Die suchen Leute, die gut Englisch sprechen, die rüberkommen können. Das ist in Asien, gerade in China beispielsweise, so viele Leute werden gesucht, damit die in diesen Musical-Schulen arbeiten, Vollzeit. Und in einer in diesen Schulen, in so einer also in Singapur, das ist eine Schule, ähnlich wie so Stage School, die suchen alle 2 Jahre immer frisch neue Dozenten. Ja, und da habe ich eine Zusage bekommen. Ja. Damit habe ich aber auch nicht mehr gerechnet. Also. Du weißt doch, was lange währt, wird endlich gut und letztlich ist dir daraus unfassbar was ganz, ganz Tolles geworden. Du hast mittlerweile da eine eigene Schule, dein eigenes kleines Vocalstudio, ja, und unterrichtest dort junge Talente zum Beispiel auch übers Internet oder aber auch bei dir natürlich im Studio dann face-to-face. Genau, also ich Was oder wie hast du oder bist du direkt auf die Idee gekommen, hey, ich bin ja Tanja, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Wenn ich dann in Singapur bin, kann ich ja trotzdem den Kontakt zu deutschen Leuten oder zu generell weltweit halten, da wir ja heutzutage das Internet haben und ich kann ja auch dieses E-Learning anbieten. Oder wie bist du darauf gekommen? Ist das ein Zufall gewesen oder war das von Anfang an so eine Vision von dir? Also das war schon, also natürlich als Muttersprachlerin und ist es einfach, also die Deutschen sehen sich ja immer auch nach deutschen Coaches. Ja. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass die Deutschen den Bezug zu jemandem brauchen, der auch Deutsch spricht. Mhm. Und im Gesang, also ich habe ja auch einen englischen Kanal, aber ich merke halt auch, dass viele englische sprechende Leute auch gerne ihren eigenen englisch sprechenden Dozenten gehen. Und im deutschen Raum gibt es einfach niemanden, der das macht, was ich jetzt so gerade mache, in dieser Größe. Stimmt. Oder halt nur so in dieser Richtung, sag ich jetzt mal so. Oder nicht jemanden, den ich jetzt noch nicht entdeckt habe, sag ich jetzt mal so. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich mache doch jetzt auch mal einen Gesangskanal und biete so moderne Tipps an und mache das Ganze mal so ein bisschen frischer, versuche ich zumindest. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, ich will auch den Bezug zu Deutschland nicht verlieren, weil ich will irgendwann auch wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Und jetzt auch gerade in diesem Online, das läuft jetzt erst so gerade an. In Deutschland ist es noch nicht ganz so aktuell, wie das von anderen Ländern ist. Mhm. Aber jetzt langsam ist das immer aktueller und die Leute interessieren sich einfach mehr für andere Möglichkeiten. Ne? Auf jeden Fall. Die Möglichkeit auch, ja. Du hast auf deinem englischsprachigen Kanal weit über 300.000 Subscriber. Du bist im Deutschen mit deinem deutschen Kanal schon bei 11.000 Schieß mich tot Subscribern. Deine Videos werden unfassbar viel geklickt. Du bekommst ganz tolle Kommentare auch von Leuten, die dann eben genau das gesucht haben, was du jetzt bietest. Aber nichtsdestotrotz bist du immer noch, also es ist mein Eindruck, Tanja geblieben. Du bist nicht abgehoben, du hast jetzt irgendwie nicht diesen Drift gekriegt, hey, ja, ich bin absolut die Beste jetzt, sowieso im Moment überhaupt, weil ich ja das einzige Medium bin, was dieses jetzt anbietet. Und nee, finde ich gar nicht. Du bist total bodenständig geblieben und ich glaube, das ist auch das, was dich vielleicht noch ein Stück weit ausmacht. Ja, meinst du? Meine ich. Das freut mich, ja, das finde ich gut, ja. Du arbeitest ja auch mit Gesangstalenten zusammen, die zum Beispiel auch mal bei The Voice Kids gewesen sind oder sonstige Talentshows besucht haben. Du hast auch mit genau, den TNT Boys schon zusammengearbeitet. Also, das läuft bei dir ziemlich rund. Woher kommt bei dir aber auch ganz persönlich dieser Wunsch, auch mit jungen Talenten arbeiten zu wollen? Ja,
Es kommt auch da, also ganz viel, was du jetzt vorher angesprochen hast, mhm. mit dieser Bodenständigkeit kommt auch daher, dass ich es nicht leicht hatte. Mhm. Und dass ich aus einem schwierigen Elternhaus kam, dass ich Probleme hatte auch innerhalb der Familie und dadurch, dass es dann später dann auch im Erwachsenwerden Probleme gab mit finanziellen Sachen. Ja. Aber vor allem, dass ich selber Mobbingopfer war. Oh. Und das ist etwas, was mein Leben erstmal so prädestiniert hat, dass mhm. ich bis zur 11. Klasse eigentlich gemobbt worden bin. Also gemobbt ganz stark, mit verprügelt nach der Schule und Handy abgezockt und angespuckt und so. Also ich hatte es teilweise wirklich nicht einfach gehabt. Mhm. Und auch später war ich immer sehr, habe ich sehr polarisiert. Mhm. Aber ich wurde sehr runtergemacht wegen meines Gewichtes. Also ich war, ich bin jetzt auch nicht die Schlankste, aber ich war früher sehr, sehr pummelig und dadurch auch sehr stark Zielopfer. Mhm. Und das Singen war für mich eine Möglichkeit, mich auch einfach, also ich selber sein zu dürfen und ja. mich zu emotional auch zu kommunizieren. Mhm. Und ich habe viele Fehler gemacht und bin oft auf die Schnauze gefallen. Und ich sehe in meinen Schülern auch einen Teil von mir selbst. Wenn mhm. Schüler herkommen und weinen oder Schüler selber Mobbingopfer sind mhm. oder Probleme haben und ich kann ganz genau verstehen, wie es ihnen geht und wie sie sich fühlen und wie schwierig das ist, mal so ein YouTube-Cover zu machen, ohne jetzt von 5 Leuten da fertig gemacht zu werden. Mhm. Und deswegen versuche ich auch immer diesen Hashtag starke Stimme zu benutzen, weil mir das so unendlich wichtig ist, dass mhm. man durch das Singen eigentlich selbstbewusster wird, weißt mhm. du? Und dass das Singen eine Möglichkeit ist, auch sich selber einfach, ja, einfach da selbstbewusster zu sein. Das ist mir wichtig und deswegen auch mit jungen Leuten vor allem. Das hast du schön gesagt, definitiv. Wobei auch der Hashtag Anti-Mobbing gut zu deinem Kanal passen würde dann. Stimmt, ja. Ja, ist mir jetzt mal so gerade spontan eingefallen. Aber wie gesagt, ich beobachte den Kanal jetzt schon etwas länger und du analysierst ja auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Superstars, wie zum Beispiel Adele oder letztens hattest du Namika, dann hast du Helene Fischer schon analysiert und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig fokussierst du dich auch auf den ein oder anderen Künstler oder werdenden Künstler aus irgendwelchen Casting-Shows. Du hattest jetzt auch letztens hast du Chiara aus der aktuellen DSDS-Staffel analysiert, als sie Dance-Monkey gesungen hat. Diese Analysen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die sind so unfassbar toll erstellt, dass selbst ich sie als Laie verstehen kann. Ja, man sitzt dann, wichtig, ja. Das war zum Beispiel auch ganz explizit, ich weiß gar nicht, doch, bei welchen, ach, das war, als du eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr analysiert hast, die hatte von Adele The One and Only gesungen und du hattest dann angefangen zu analysieren und ich dachte so, okay, das wusste ich vorher auch nicht, dass das Growlen heißt, okay. Und aber so eignet man sich das dann auch an und versteht dann auch, warum der eine oder andere dann da wirklich so rumgrowlt. Und das ist, denke ich, aber auch mal ein Stück weit die Intention, die bei dir dahinter steckt, dass man halt auch versteht, was da gemacht wird. Ja, richtig. Also ich versuche das so weitgehend wie möglich auch nachzusingen. Ja. Auch genau zu demonstrieren, dass man das auch machen kann und das rein theoretisch, technisch, dass viele auch nachmachen könnten. Also mhm. es ist halt nicht nur, ne? Ich glaube, ja, das Demonstrieren ist mir da auch wichtig und dass es so einfach wie möglich erklärt ist. So. Und das ist die super Bedingung bisher. Und ja, und da kommt dann auch der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar kommt in vielen Sequenzen eine unfassbar tolle Stimme zur Geltung. Du kannst sowohl sanft und wehmütig als auch stark und dominant singen. Also du hast wirklich eine unfassbare Power-Voice, würde man heutzutage sagen. Könntest du dir nochmal vorstellen, auch als Sängerin aktiv zu werden, oder steht das für dich gar nicht mehr zur Debatte? Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich jetzt schon seit 5 Jahren versuche
Also ich sag's jetzt mal so, ich habe jetzt, nachdem der Plattenvertrag damals sozusagen in die Brüche gegangen ist, habe ich seitdem einfach eine Pause gemacht, die ich auch echt gebraucht habe. So. Mhm. Aber was ich mir vielleicht erstmal eher vorstellen kann, oder was mein Traum wäre, wäre in so einer Castingshow selber als Jurymitglied zu sitzen. Also ich sag's immer wieder in den Videos, aber gerade bei DSDS, ich hätte da super Lust drauf. Und wenn sich halt dann innerhalb sowas ergeben würde, mal irgendwo dann zu singen, würde ich das nicht ausschließen. Mhm. Also ich schließe es nicht aus, aber Ziel wäre für mich jetzt erstmal sowas wie so eine Jury-Teilnahme. Vielleicht wächst ja irgendwann der Kanal noch größer und dann kann man ja irgendwie, dann weißt du, das wäre auf jeden Fall mein Traum. Weil ich glaube, so eine Show, die braucht einfach einen Profi drin. Ich glaube, die lebt einfach davon, wenn man vielleicht nochmal so einen Profi mal drin hat, der auch ein paar Sachen sagen kann. Ja, definitiv. Das sehe ich genauso. Ja, das würde auch so eine Show auch ein bisschen hervorheben, aber einfach mal anheben, auch vom Niveau. Mhm. Wenn man tatsächlich mal so einen Profi hat, der auch genau versteht, dass das, was der Künstler jetzt macht, schwierig ist. So. Das stimmt. Das stimmt definitiv. In deiner Vita und in den Recherchen habe ich gelesen, dass du in der Zeit, als du unterrichtet hast, sehr facettenreich unterrichtet hast. Neben Gesang und Theater hast du auch Musik und Rhetorik unterrichtet, Methodic Acting und Camera Acting und was nicht noch alles. Man liest da förmlich auch eine Leidenschaft für das Schauspiel raus. Dieses, was du ja auch irgendwann mal gelernt hast, hast du ja nie wirklich in die Tat umgesetzt. Genau. Was hindert dich daran? Uff, das ist eine gute Frage. Ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage. Also was mich hindert daran, ist, oder damals gehindert hat, da irgendwie weiterzugehen, ist einfach dieser ganz schwierige Prozess, wie wie Schauspieler ans Theater kommen. Aha. Und dadurch, dass ich ja selber eben da Musik gemacht habe und weiß, wie schwierig es war, bis wir überhaupt irgendwo Kontakte geknüpft haben, dieser Prozess war einfach zu ermüdend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum viele Schauspieler dann auch irgendwann mittendrin aufhören, ist, dass sie so viele Jahre versuchen, irgendwo eine Rolle zu bekommen oder irgendwo präsent zu sein. Und es aber einfach nicht wird. Und ich habe auch einfach gelernt, dann ist es besser, tatsächlich die Tür dann zu schließen. Und also ich habe es in der Musik gesehen, da haben wir schon mit meinem Produzenten viele, viele Jahre investiert, bis wir dann 2014 die Möglichkeit hatten, mit Andreas Kirnberger zu arbeiten. Das war damals ein Manager, der bei Universal Music gearbeitet hat. Und dieser Prozess einfach, das könnte ich mir auch jetzt heute nicht mehr vorstellen. Also, ich habe auch großen Respekt vor allen Leuten, die so Castings sind, die dann auch immer diese Runden durch und durch machen. Ich glaube nicht, dass ich das nervig könnte. Es ist schon krass, was da im Moment oder generell in den Castingshows abgeht. Aber nichtsdestotrotz hast du auch einen ganz, ganz tollen Song damals veröffentlicht. Ich war recht überrascht, was für eine Rockstimme du doch hast. Ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen ist, muss so 4, 5 Jahre her sein, habe ich einen Song bekommen, der heißt Durch die Nacht. Ja, und genau, Durch die Nacht, ja. Genau, mit dem Song warst du, glaube ich, auch im ZDF-Fernsehgarten. Genau. Und da sieht man dieses Talent, was in dir schlummert. Klar, du gibst das irgendwie weiter, ja, gar keine Frage. Aber es ist trotzdem so unfassbar schade darum, dass wir als Musikliebhaber diese Stimme nicht als Volles bekommen. Weil eben damals... Meinst du? Ja, ich finde schon. Echt? Also ich bin mir da so gar nicht sicher. Also man muss irgendwie, also ich habe eine ganz schlechte Wahrnehmung, also... Ja, das liegt aber auch vielleicht daran, weil du so viel Scheiße schon erlebt hast. Ja, das kann so sein, das stimmt. Ich denke mir jedes Mal immer, noch ein neuer Sänger, wenn ich jetzt nochmal irgendwas, ich glaube, das braucht kein Mensch. Ich glaube, ich helfe den Leuten, also mir ist es wichtig, dass ich helfe. Und ich glaube, wenn ich denen einfach helfe, dann ist das einfach, das ist, glaube ich, so meine Lebensaufgabe, ist diese Hilfe. Mhm.
Und das sehe ich einfach viel mehr, ich glaube, das hat viel mehr Wert, als wenn ich jetzt nochmal auf die Bühne gehe und dann was singe. Aber also ich schließe es halt nicht aus. Ja gut, wir haben jetzt 2020. Ich meine, ne, du bist vor 3 Jahren ausgewandert nach Singapur. Das könnte ja eventuell im Umkehrschluss heißen, dass du dann 2023 wieder in Deutschland bist. Und ja, dann hast du dann Tanja Levy Vocal Studio in Deutschland. Vielleicht mit einem Abzweig in Singapur und noch einem weiteren Abzweig in Russland oder sonstiges. Und dass wir dann vielleicht nochmal in den Genuss kommen. Aber das kann man letztlich ja auch alles beobachten. Du hast eine sehr gut strukturierte Homepage, tanjalevyvocalstudio.com. Du hast einen gut gepflegten und gehegten Kanal bei Instagram. Du hast einen tollen YouTube-Kanal auf Deutsch, auf Englisch. Und du bist halt eben bei YouTube auch sehr, sehr aktiv. Wobei mir auch aufgefallen ist, dass Instagram auch so dein kleines Steckenpferd ist. Du hast ja viele IGTVs auch hochgeladen dort, sodass man da auch mal sehen kann, was du für eine Arbeit machst und wie du mit deinen Schülern zusammenarbeitest. Und was ich ganz toll finde, ist, dass du diese sogenannten Pakete anbietest, die man bei dir bestellen kann, um eben vielleicht das eine oder andere noch zu erlernen. Genau. Wie bist denn du auf diese glorreiche Idee gekommen? Ja, also ich bin, erstmal vielen, vielen Dank. Bitte. Die Pakete, das war für mich wichtig, weil es sind einfach, also viele Leute, die sich bei mir melden, haben immer erstmal dieselben Fragen und relativ dieselben Probleme. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass man das einfach auch relativ schnell klären kann, indem man Pakete anbietet, die gut sind und die sich auch jeder kaufen kann. Weil ich kenne es selber, wenn ich selber ein Paket kaufe, finde ich viele Sachen sehr überteuert. Ja. Und das muss ich auch sagen. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht machen. Und klar, diese Einzelgesangsstunde mit mir ist was anderes, aber ich glaube, so ein Paket, wo ich trotzdem darauf Wert lege, dass es qualitativ gut ist, da sind gute Übungen dabei. Ich will das so anbieten, dass sich das auch jeder 10-Jährige leisten kann oder jeder Teenager. Mhm. Und ne, dann kann man überlegen, kaufe ich mir jetzt irgendwas bei der Drogerie einen Lippenstift für 10 oder hole ich mir so ein Paket. Ne? Für 13,90 ist richtig. Das war mir wichtig, so ein Produkt zu erschaffen, was nah an den Leuten ist und wo es nicht zugänglich ist für jeden. Was man einfach immer downloaden kann und was trotzdem gut ist. So. Ja, und was auch relativ schnell die Fragen löst. Das sind immer dieselben Fragen. Ich kann die nicht beantworten. Ne? Nee, wann aber auch. So einem Töne-Treffen-Paket. Ja. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, die du da leistest und gerade auch für die Kids heutzutage, die gerne ja auch schnell mal eben so was nachsingen wollen, wie du auch selber sagst, und YouTube-Cover machen wollen, denen ist dann mit diesen 13,99 unfassbar gut geholfen. Die haben die Hilfe einer zertifizierten Gesangslehrerin, eines Vocal-Coaches, der weiß, wovon er spricht und letztlich am Ende des Tages ist euch beiden geholfen. Du hast deinen Part erfüllt und hast deine Arbeit geleistet und hast dafür was bekommen. Und derjenige, der das gekauft hat, hat für das, was er bezahlt hat, eine gute Leistung bekommen und kann dadurch dann vielleicht sein lang ersehntes YouTube-Cover machen. Genau, also und ich stehe auch immer zu Fragen zur Verfügung. Also ich mache den Kundenservice auch mitunter selbst, wenn es da jetzt wirklich was ist und Leute haben was, dann stehe ich auch immer zur Verfügung. Das will ich auch wirklich so lange wie möglich beibehalten. Ne? Ja, klar. Und auch wirklich nah an den Leuten sein. Das ist mir echt wichtig und dass die auch ihre Hilfe bekommen. Richtig. Ja. Ja, wer auf jeden Fall mehr Informationen beziehungsweise eventuell auch mal die ein oder andere Option von dir in Anspruch nehmen möchte, der schaut auf tanjalevyvocalstudio.com oder aber bei YouTube oder Instagram, da bist du auch zu finden, Tanja Levy, Tanja mit I-A, nicht mit J-A. Ja, das muss man ja dazu sagen, weil sonst sagen die, du hast ja gesagt, die heißt Tanja und die findet man gar nicht. Nein, deswegen, also von daher und Levy mit V-Y. Und dann habt ihr Tanja auch gefunden. Eine gut aussehende blonde Dame findet ihr dann da. Vielen Dank. Und dann kann man sich dann endlich beraten und coachen lassen. Oder wer weiß, vielleicht will ja auch einer mal eine Online-Gesangsstunde haben. Ich weiß nicht, ob du sowas auch anbietest. Genau, das biete ich auch an. Na siehste, dann ist doch allen geholfen.
Perfekt. Ja, super. Was ist denn in nächster Zeit so Ja, bei dir klasse. geplant? Also es ist jetzt noch weiter geplant. Ich möchte mich noch weiter auf den YouTube-Kanal konzentrieren Ja. und noch mehr Videos machen und auch eben mir die Analysen, die kommen halt super gut an. Und geplant ist dann halt nach wie vor meine Online-Akademie. Und da Oh. möchte ich sozusagen, genau, also das ist nochmal der Plan, dass wir da noch mehr online anbieten und so eine Plattform haben, wo man sich austauschen kann, wo Leute auch zum Beispiel nur 5 € im Monat zahlen, aber dass sie so Tipps bekommen, Klasse. rund um einen und sofort Fragestellungen. Und das soll halt so eine Möglichkeit sein für jedermann, der halt einfach sich für Gesang interessiert und dann, ne, auch so alles in dem preislichen Rahmen. Und das ist halt die Online-Akademie, ja. Das soll ich Mega. bei, genau. Da müssen wir deine Kanäle dran ganz, ganz dringend im Auge behalten, um dann auch mitzubekommen, wann das soweit ist, damit man das dann auch teilen und pushen kann. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass deine Vielen Dank. YouTube-Kanäle weiter wachsen und dass das mit der Online-Akademie wirklich auch Hand und Fuß dann zusammenpasst, dass wir dann irgendwann sagen können, ja, diese Akademie steht. Tanja ist jetzt endlich soweit und hat gesagt, Leute, ich bin online, ich bin eure Duzess und ihr könnt bei mir jetzt das lernen, was ihr vielleicht draußen nicht lernen könnt. Das ist schon Genau. ziemlich cool und wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass das so schnell wie möglich funktioniert. Super. Vielen, vielen Dank. Klasse. Sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, genieße die Zeit in Singapur. In Deutschland ist es im Moment nicht aushaltbar. Und ja, vielen Dank, dass du dich zu einem Interview bereit erklärt hast. Vielen, vielen Dank auch fürs Interview. Es hat mich sehr gefreut. Es waren auch tolle Fragen mit dabei. Und vielen Dank für die lieben Worte. Und da geht auch das Gesangsherz auf. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne.